Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Juggler 66, Stunde der Wahrheit. Da habe ich vor einiger Zeit ein Video gemacht mit meinen Aufgaben, die ich mir für die Zukunft setze, für meinen Kanal, und dann kommen da doch immer wieder Dinge dazwischen. Das ist gut auf der einen Seite, das ist schlecht auf der anderen Seite, weil dann sagt man sich ja, warum mache ich denn so ein Video, um den Leuten zu sagen, ich mache nur noch das und das und das und dann das, und dann kommt da immer wieder was zwischen. Es gibt eben Dinge, da geht man teilweise mal auf Buchlesungen von vor 1, 2, 3 oder sogar 4 Jahre zurück. Da hat man mal was gesagt, da hat man mal was gelesen, und irgendwann funktioniert das so, dass man durch die Leitung des Heiligen Geistes oder eben auch dadurch, dass andere Menschen vom Heiligen Geist geleitet werden, einem auf einmal Informationen geben, die man im Grunde immer schon haben wollte, aber noch nie gefunden hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte damals das Buch Hinter den Diktatoren gelesen. Bereits in meiner englischen Lesung, die ich ja vor der deutschen machte, das Buch gab es ja in Deutsch vorher gar nicht, es hat ja Victor übersetzt, habe ich ein Zitat daraus vorgelesen, wo der Leo Herbert Lehmann sagte, dass der deutsche Kaiser damals im Ende des 19. Jahrhunderts vom Papst Leo den 13. gesagt bekommen hat, dass der Papst will, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche wird. Okay? Da wollen wir mal eben gucken. Ich habe da hier was vorbereitet. Das Buch Hinter den Diktatoren. Da steht es drin. Dann schauen wir uns mal kurz das Buch Hinter den Diktatoren an. Mit einer Suche. Ach, jetzt habe ich hier das Verkehrte gesucht. Bei Faulhaber. Das wollte ich jetzt gar nicht haben. Müssen wir Leo den 13. suchen. Ja. Nächstes, nächstes, nächstes. Nächstes. Ja, mit Taxil, das war es auch nicht. Hier, es ist bezeichnend, Entschuldigung, dass das ein bisschen gedauert hat, ich hatte eigentlich den Faulhaber gesucht, aber es ist bezeichnend, dass Papst Leo der 13. bei seinem letzten Besuch im Vatikan genau diesen Plan dem verstorbenen Kaiser Wilhelm II. Vorschlug. In seinen Memoiren schildert der Kaiser, und dann haben wir hier als Fußnote 3, siehe des Kaisers, The Kaiser's Memories bei Wilhelm II, übersetzt von Thomas R. Ibera, Seite 211. Das Buch kenne ich aber nicht, das ist aber hier die Quellenangabe. Es ist bezeichnend, dass Papst Leo der 13. bei seinem letzten Besuch im Vatikan genau diesen Plan dem verstorbenen Kaiser Wilhelm II. Vorschlug. In seinen Memoiren schildert der Kaiser anschaulich den farbenfrohen und feierlichen Schauplatz, in dem das Interview stattfand, und schreibt, er habe notiert, was für die zukünftigen Angelegenheiten gesagt wurde. Was ihn am meisten interessiere, war das Beharren von Papst Leo darauf, dass das Heilige Römische Reich notfalls durch Krieg wiederhergestellt werden sollte und dass zu diesem Zweck, Zitat, Deutschland das Schwert der katholischen Kirche werden müsse. Es folgen die eigenen Worte des Kaisers, Zitat. Es war für mich von Interesse, dass der Papst mir bei dieser Gelegenheit sagte, dass Deutschland das Schwert der katholischen Kirche werden muss. Ich, also der Kaiser, bemerkte, dass das alte römische Reich der deutschen Nation nicht mehr existierte und dass sich die Bedingungen geändert hatten. Aber er blieb bei seinen Worten. Weiter geht's mit hinter den Diktatoren. Hitler beerbte den Kaiser und so weiter. Ganz wichtige Dinge. Nur hier sehen wir dieses Zitat mal drin. Dann gibt es noch das Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Und hier weiß ich jetzt nicht, ob es auch drin stand. Leo der 13. Mal sehen. Von Boulanger, Lacroix. Ne. Im Jahr 1886 stellte sich die katholische Deutsche Zentrumspartei gegen die von Bismarck vorgelegten Militärprojekte. Da haben wir ja auch drüber gehört in Roms Ziele, wo es über die Septanatsanfrage geht. Ne? Erinnert ihr euch vielleicht noch?
Als sich Leo der 13. in die deutschen inneren Angelegenheiten einmischte zugunsten Bismarcks, ne, das ist die Septennatsfrage. Sein Staatssekretär schrieb dem Nunzius in München in Anbetracht der bevorstehenden Überarbeitung der Religionsgesetze, diese unsere begründete Annahme in ausgleichender Weise stattfinden wird, wünschte Heilige Vater, dass das Zentrum den Projekten des Militärs in jeder Hinsicht zur Seite stehe. Also da hat sich der Vatikan eingemischt in die Septennatsfrage und in die sogenannten Mai-Gesetze. Ansonsten glaube ich, haben wir in diesem Buch nicht, ne, genau, haben wir nicht die Erwähnung davon, sondern hier hatte ich nochmal nach Faulhaber gesucht. So, das sieht jetzt alles ein bisschen zusammenhanglos aus, was ich euch hier erzähle, ist es aber nicht. Ich habe halt hinter den Diktaturen im Englisch damals, und dann hatten wir es ins Deutsche übersetzt, eben dieses Zitat gehabt. Ich habe mir dann mal irgendwo ein Buch gekauft mit den Memoiren des Kaisers, aber das war wohl nicht das Richtige. Und jetzt wurde mir vor kurzer Zeit ein Kommentar gemacht auf ein Video, und zwar auf ein Video von Romanismus und die Reformation. Hört euch mal eben an, was ich hier sage, weil der Kommentator hat gesagt, bei 56 Minuten und 40 Sekunden. Wir sind hier bei 56,33. Hört mal. In Herrscher des Bösen haben wir ein Zitat gelesen vom damaligen deutschen Kaiser Wilhelm II. Aus den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts in einer Audienz mit Antichrist Papst Leo XIII., wo Leo XIII. Von dem Kaiser gefordert hat, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche sein solle. Der Kaiser hat dann beschwichtigend eingeworfen, Entschuldigung, Eure Hoheit, oder durchlaucht, oder wie immer er den Papst da angesprochen hat. Wir leben nicht mehr zur Zeiten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Die Zeiten haben sich geändert, das können wir doch so nicht einfach machen. Und trotzdem hat der Papst auf seiner Meinung bestanden. Und jetzt schauen wir uns mal an, dass Deutschland den Ersten Weltkrieg geführt hat und bis 1916 sogar gewonnen hat, bis die Vereinigten Staaten 1917 eintraten. Der Grundstein wurde gelegt für die antichristliche Wiedererfüllung Daniels 70. Woche mit der Balfour Declaration und der späteren 1948 Gründung des Staates Israel. So, und hier hören wir jetzt auf. Wir haben das Wichtigste im Grunde gehört. Ja? Hier habe ich nochmal aus dem Gedächtnis das Zitat gebracht, was wir hier bei Hinter den Diktaturen gelesen haben. Und aufgrund dessen, weil der Zuschauer das gesehen hat, hat er einen Kommentar geschrieben, den er danach anscheinend wieder gelöscht hat, weil ich finde den Kommentar nirgendwo. Aber ich habe eine E-Mail bekommen mit dem Link. Und der Link hat mich dann geführt zu einem Buch. Und zwar, muss ich mal eben schauen, habe ich das jetzt auch aufgemacht hier. Das ist jetzt mein Account. Nee, das noch nicht. Das Buch ist das Buch, das ich euch hier im Bild mal eben zeige. Nämlich Wilhelm II. Ereignisse und Gestalten zwischen 1878 und 1918. Und da war ein Link dabei, wo man das Buch aus archive.org herbekommt. Und ab Seite 173 beginnt da ein Kapitel, das heißt Mein Verhältnis zur Kirche. Und das fand ich nun sehr interessant. Auf Seite 177 oder 176, werden wir gleich sehen, oder 175 glaube ich sogar ist es, auf Seite 175 treffen wir das Zitat, das wir gerade eben bereits aus Hinter den Diktatoren angetroffen hatten. Und ich habe mir dieses Buch dann heute Mittag runtergeladen und deswegen mache ich heute Abend diese Lesung. Ich habe es kurz vorher am Tag vorgelesen und ich wollte dieses Kapitel jetzt mal eben sehen, wie weit wir in der normalen Sendezeit damit kommen, wollte ich das Kapitel hier mit euch besprechen, weil wir hier eben auf das Zitat kommen, das in Hinter den Diktatoren bereits angeführt war. Und das ist ja oftmals wichtig, das habe ich ja auch während der letzten Sendung von Roms Ziele in Theorie und Praxis gesagt, ich möchte die Menschen auch ansetzen, ihre eigene Nachforschung zu machen. Und die Person, die mir da dankenderweise den Link gegeben hat zu diesem Buch, hat ihre eigene Nachforschung gemacht und hat mir dadurch geholfen. Und dadurch im Grunde der ganzen Kirche Jesu Christi geholfen, um eben die Wahrheit ans Licht zu bringen und zu dokumentieren und zu sagen, guck, der eine Schriftsteller oder Autor kann das, Schriftsteller nicht, Autor kann das hier schreiben, aber wir möchten auch gerne mal den Brunnen sehen. Und jetzt gebe ich euch den Brunnen. Also aus diesem Buch des Kaisers Wilhelms II. Schreibt er hier, über mein Verhältnis zur Kirche ist viel geschrieben und geredet worden.
Ich hatte schon als Prinz, während ich in Bonn studierte, den nachteiligen Einfluss des Kulturkampfes in seinem letzten Stadium zu beobachten Gelegenheit gehabt. Die konfessionelle Kluft wirkte so trennend, dass ich zum Beispiel vom rheinisch-westfälischen ultramontanen Hochadel auf einer Jagd direkt boykottiert wurde. Im nationalen Interesse nahm ich mir schon damals vor, dahin zu wirken, dass ein Modus vivendi, der ein friedliches Nebeneinanderleben derselben Konfession, der beiden Konfessionen ermöglichen sollte, herbeigeführt würde. Der Kulturkampf als solcher ist ja schon vor meinem Regierungsantritt beigelegt worden. Nun, ich werde mich heute Abend auch probieren, in den Griff zu kriegen mit meinen Kommentaren, also nicht zu viel zu kommentieren. Über den Kulturkampf sollte man selbst einmal studieren, inwieweit Bismarck da tatsächlich mit dem Papst um irgendetwas gekämpft hat. Meines Erachtens war das alles mehr oder weniger nur Schau. Schlussendlich hat Bismarck klein beigegeben, hat die Sozialversicherung für Deutschland eingeführt und damit im Grunde den Sozialismus oder dem Sozialismus Tür und Tor geöffnet, der heutzutage im 21. Jahrhundert in nicht allzu ferner Zukunft wahrscheinlich in solche Dinge wie bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter gipfeln wird, dass wir eben alle vom Staat komplett abhängig sind, was wir eben durch die Sozialversicherung bereits begonnen haben, anstatt selbst für unsere Dinge zu sorgen, wie es in der Bibel vorgesehen ist. Und dass wir füreinander sorgen, aber nicht durch irgendwelche staatlichen, zwischen Anführungszeichen, Versicherungen dabei. Und über das Verhältnis zur Kirche des Kaisers ist viel geschrieben und geredet worden. Ich werde da auch den einen oder anderen Kommentar heute loslassen, weil ich finde, dass oftmals sehr heuchlerisch, was hier drin geschrieben wird und sehr falsch, was hier drin geschrieben wird. Deswegen decke ich solche Dinge auf. Das kennt ihr ja von meinen Lesungen bereits. Ich habe mit Geduld und Sorge stets ein gutes Verhältnis zum Episkopat zu erhalten getrachtet und mit einzelnen Kirchenfürsten in recht guten Beziehungen gestanden. So besonders mit Kardinal Kopp, Erzbischof Simar, Dr. Schulte, Fürstbischof Bertram, Bischof Thiel und last not least mit Erzbischof Faulhaber und Kardinal von Hartmann. Nun, zwei wichtige Namen, die wir hier treffen. Kardinal Kopp, da habe ich später noch einen Link zu, und Erzbischof Faulhaber. Erzbischof Faulhaber kennen wir bereits aus der verborgenen Geschichte der Jesuiten und aus dem Buch Hinter den Diktatoren. Deswegen hatte ich auch die beiden Bücher hier bereits aufgemacht. Faulhaber habe ich hier schon mal rausgesucht. Da steht hier auf Seite 9, das ist noch im Vorwort des Buches, im Juli 1933, als das Konkordat die Bischöfe zwang, übrigens Faulhaber, mal eben, da habe ich ein Bild für, das ist der hier. Im Juli 1933, als das Konkordat die Bischöfe zwang, zwischen Anführungszeichen, gegenüber der NS-Regierung einen Fahneneid abzulegen, waren die Konzentrationslager bereits freigegeben. Die Lektüre der Zitate bei Louis ist wahrhaft niederschmetternd. Dort findet man schreckliche Texte von immerhin ehrenwerten und geehrten Männern wie Kardinal Faulhaber oder dem Jesuitenpater Gustav Gundlach. Ja? Also der Kardinal Faulhaber war eine sehr mächtige und wichtige Person im Dritten Reich. Soweit, wo wir ihn hier gefunden haben. Dann steht er hier noch einmal weiter unten, das ist dann auf Seite 99 in dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Da kann man auch mal eben das Bild einblenden, das ist dieses Buch hier. Das ketzerische Preußen der Lenkung des weltlichen Armens entledigen und sie dem katholischen Bayern übertragen. Was für ein Traum! Und das ist ein Traum, den hatten sie bereits im 19. Jahrhundert und dann darauf hingearbeitet. Um ihn zu verwirklichen, tut Monsignore Pacelli in Zusammenarbeit mit dem Oberhaupt der Societät das Jesu alles in seiner Macht Stehende. Also Pacelli kennen wir, Nuntius in Deutschland zwischen 1917 und 1929, der spätere Antichrist Papst Pius XII., Hitlers Papst, ja, in Zusammenarbeit mit dem Oberhaupt der Societät das Jesu, zu der Zeit Halke von Liukowski, auch eine sehr bekannte Person. Nach dem letzten Krieg, also der Erste Weltkrieg, hatte sich Jesuitengeneral Halke von Liukowski einen gewaltigen Plan zurechtgelegt. Die Schaffung einer Föderation katholischer Nationen in Mittel- und Osteuropa mit oder ohne Habsburg-Kaiser. Österreich, Slowakei, Böhmen, Polen, Ungarn, Kroatien und natürlich Bayern.
Zitat, dieses neue Reich der Mitte hätte an zwei Fronten kämpfen müssen. Im Osten gegen die Sowjetunion, weil, kurzer Einschub, ihr wisst ja, aufgrund der Marienerscheinung in Fatima 1917 wurde ja gesagt, dass Russland katholisch werden muss. Die orthodoxe Kirche muss dort vernichtet werden. Ja? Das ist ja eine bekannte Sache, die wir auch öfter in dem Buch Die Himmelskönigin besprochen haben, denke ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und eine Sache, die ich im Augenblick auch in dem Buch, in der englischen Lesung zumindest, Vietnam, Why Did We Go, auch bespreche. Ja? Also, man hätte an zwei Fronten kämpfen müssen, im Osten gegen die Sowjetunion, im Westen gegen Preußen, das protestantische Großbritannien und das republikanische Frankreich. Monsignore Pacelli, später Pius XII., war damals Nunzio in München, danach in Berlin und war enger Freund von Kardinal Faulhaber, von Ledokowskis wichtigstem Mitarbeiter. Der Ledokowski-Plan war Pius XII. Jugendtraum. Ach, Entschuldigung, jetzt habe ich Schluck auf noch hier. So, soweit über den Faulhaber in dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Jetzt mal eben gucken, ob ich den bei Hinter den Diktatoren meinte, ich haben wir auch über den Faulhaber gelesen. Wollen wir eben schauen. Da sehen wir hier auf Seite 50, da steht, viele Amerikaner sehen es jedoch nicht in diesem Licht. Sie denken nur an die Tatsache, dass das Hitler-Regime anfangs katholische Priester in Konzentrationslagern internierte, weil sie sich weigerten, seinem Diktat zu gehorchen. Die Leiter religiöser Orden wurden wegen Geldschmuggels aus dem Land vor Gericht gestellt. Dass einige Mitglieder religiöser Orden verhaftet und für Verbrechen gegen die Moral verurteilt wurden, dass einige Priester eingesperrt wurden, weil sie angeblich Kommunisten beherbergten, die Hitler-Sympathisanten wandten sich gegen Kardinal Faulhaber, Kardinal Ilzer und den Bischof von Salzburg. Die öffentliche Schulbildung wurde in Österreich aus den Händen der Priester genommen, dass die katholische Zentrumspartei vernichtet und ihre Mitglieder verfolgt wurden, dass ihr Führer, Dr. Klausner, am 30. Juni 1934 in Hitlers Blutreinigung, also Nacht der langen Messer, ermordet wurde. So, Kardinal Faulhaber, da habe ich dann hier eine Wikipedia-Seite von. Wie gesagt, ich habe ja hier von Kardinal Faulhaber selbst ein Bild vorbereitet, dann spare ich mir das damit. Da sehen wir hier, das ist die einzige Meldung von Kardinal Faulhaber in diesem Buch, Hinter den Diktatoren. Und dieser Faulhaber ist also, wie wir hier sehen, eine sehr wichtige Person für den deutschen Kaiser. Ja? Der hat also eine lange Geschichte, weil wir sprechen hier ja über die Zeit von 1878 bis 1918. Also eine ganze Weile, 40 Jahre. Ne? Sie alle sind Männer weit über dem Durchschnitt. Ja, ihr könnt euch ja ein eigenes Bild darüber machen, wie inwieweit der Faulhaber ein Mensch weit über dem Durchschnitt ist. Oder was denn der Durchschnitt ist oder woran das gemessen wird. Und eine Zierde des deutschen Episkopats, dessen Patriotismus für Kaiser und Reich im Kriege zum Ausdruck kam. Ja, das habe ich grün angestrichen, weil das eine Lüge ist. Der Patriotismus von diesen Menschen, und wir beschränken uns jetzt mal eben auf den Kardinal Kopp und auf den Erzbischof Faulhaber, deren Patriotismus ist nur ein Patriotismus, wie er sich für einen römisch-katholischen Würdenträger gehört, nämlich ein Patriotismus für Rom. Deutschland interessiert die einen feuchten Dreck. Wenn aber der Kaiser hier sagt, dass die eben genannten Menschen einen Patriotismus an den Tag legen, der für Kaiser und Reich im Kriege zum Ausdruck kam, dann frage ich mich, welchen Krieg hat sich der Kaiser denn angeguckt? Weil den Krieg, den ich mir anschaue, den hat Deutschland nicht nur verloren, sondern Deutschland wurde in Versailles verurteilt, Zahlungen zu machen, die fast 100 Jahre lang gedauert haben. Ja? Und Deutschland wurde dafür bestraft, dass eben das, was noch kommt, das Zitat, das noch kommt, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche war. Ja? Der Patriotismus für Kaiser und Reich kam im Kriege zum Ausdruck. Ich bestreite das. Er schreibt das hier und er will das den Leuten vielleicht so verkaufen. Aber wer die besseren Informationen hat, der sieht ganz klar, dass solche Menschen wie Erzbischof Faulhaber oder auch der Kardinal Kopp nur Rom dienen und Roms Ziel vorantreiben. Ja? Und Deutschland haben sie damals mit an begonnen, in den Untergang zu treiben.
Darin liegt ein Beweis, sagt der Kaiser, dass es mir gelungen war, die Nebel des Kulturkampfes wieder zu zerstreuen und auch den katholischen Untertanen die Freude am Reich zu ermöglichen, nach dem Grundsatze suum cuique. Was heißt auf Deutsch, jedem das Seine. Also, der Erste Weltkrieg war hier zur Wiederherstellung der Situation vor dem Kulturkampf und die katholischen Untertanen in Freude zu ersetzen. Ich kann die katholischen Untertanen aber nur in Freude setzen, wenn ich sie ihre... wenn ich sie ihre antichristliche Religion frei ausüben lasse und wenn ich ihnen Freiheiten zugestehe. Und genau das tut der Kaiser hier. Lesen wir mal weiter. Besonders eng war ich zeitlebens mit dem Fürstbischof von Breslau, Kardinal Kopp, verbunden. Kardinal Kopp, weiß ich, habe ich jetzt, glaube ich, kein Bild hiervon vorbereitet. Nee, nehmen wir das Bild hiervon. Kardinal Kopp, kommen wir aber nachher noch an einen Wikipedia-Link. Er hat mir immer loyal gedient. Das glaubt der Kaiser. Ein Kardinal dient niemals einem weltlichen Führer, einem Kaiser, sondern er dient immer nur Rom. Er dient nur dem Vatikan. Er dient nur dem Cäsar in Rom. Mein Verhältnis zu ihm war durchaus vertrauensvoll. Das stimmt, der Kaiser hat ihm vertraut. Umgekehrt? Denke ich nicht so. Wertvoll für mich war seine Vermittlung mit dem Vatikan, bei dem er großes Ansehen genoss, obgleich er durchaus den deutschen Standpunkt wahrte. Nun, hier lese ich etwas rein, was wir auch gelesen haben in dem Buch Hinter den Diktatoren. Da erinnert ihr euch vielleicht noch, in Kapitel 12 ging es um den vorbereitenden Vertrag, den Geheimvertrag von London, von dem Erzberger, wo halt eben Deutschland großen Einfluss hatte, um dafür zu sorgen, dass bei 1929 mit dem Lateranvertrag dem Vatikan wieder viel Rechte eingeräumt wurden. Und deswegen gehe ich davon aus, dass er das hier meint, weil er spricht ja von der Zeit des Ersten Weltkrieges hier. Und da wurde halt mit dem Vatikan vermittelt oder verhandelt, um eben diesen Geheimplan von London damals zu initiieren. Wenig bekannt in der Öffentlichkeit dürfte das freundschaftliches Verhältnis sein, das zwischen Papst Leo dem 13. und mir bestanden hat. Also wenn ein deutscher Kaiser hier ganz öffentlich in seinen Memoiren zugibt, dass es ein freundschaftliches Vertrauensverhältnis gibt zwischen ihm, der ein offiziell protestantisches Reich, eine protestantische Republik damals geführt hat, und dem Antichristen ein freundschaftliches Vertrauensverhältnis gibt, dann kann irgendwo was nicht stimmen. Dann sollten bei den Leuten langsam anfangen, die Glocken zu klingeln, die Alarmglocken. Ein dem Papst nahestehender Prälat hat mir später erzählt, dass ich mir bei meinem ersten Besuch das Vertrauen des Papstes erworben habe, durch die absolute Offenheit, mit der ich ihm entgegengetreten bin und mit der ich ihm auch Dinge gesagt habe, die man ihm sonst gerne vorenthielt. Die Empfänge beim Papst spielten sich in ungeheurer Prachtentfaltung ab. Schweizer und Nobelgarden in glänzenden Uniformen, Diener, Kammerherren und geistliche Würdenträger in großer Zahl. Ja? Besucher lassen sich blenden, selbst solche, die Kaiser sind. Ein kleines äußeres Bild der Macht der römisch-katholischen Kirche. Durch die Höfe, Hallen und Säle geschritten, in denen alle diese Menschen Aufstellung genommen hatten, saß ich dann in einem kleinen, einfenstrigen Arbeitszimmer dem Papste selbst gegenüber. Der würdige Herr mit dem feinen, edel geformten Greisenkopf, dessen große, kluge Augen den Besucher durchdringend ansehen, hat einen bedeutenden Eindruck auf mich gemacht. Wir haben viele schwebende Fragen erörtert. Ich freute mich herzlich darüber, dass der Papst mit Anerkennung und Dank die Stellung hervorhob, die die katholische Religion und ihre Anhänger in Deutschland einnehmen, und daran die Versicherung schloss, er werde an seiner Stelle dazu beitragen, dass die deutschen Katholiken keinen anderen Deutschen an Vaterlandsliebe und Treue nachstehen sollten. Wo er konnte, hat Antichrist, füge ich hinzu, Papst Leo XIII., mir Freundlichkeiten erzeigt.
So hat er bei einem meiner Besuche in Rom mein Gefolge und meine Dienerschaft durch eine besondere Audienz ausgezeichnet. Er hat zur Einweihung des von mir gestifteten Portals der Metzer Kathedrale als päpstlichen Legaten den Fürstbischof Kopp entsandt und mir die Aufmerksamkeit erwiesen, die zur Feier dieses Tages vollzogene Ernennung des Erzbischofs Fischer aus Köln zum Kardinal mir zur Bekanntgabe mitzuteilen und dergleichen. Zu seinem 25-jährigen Papstjubiläum 1903, weil Leo der 13. bestieg 1878 den Papststuhl, nachdem Pius der 9. nach 32-jährigen, dem längsten Papstregenten bis jetzt, gestorben war. Zu seinem 25-jährigen Jubiläum 1903 also ließ ich Leo den 13. meine Glückwünsche aussprechen durch eine besondere Mission, die der dem Papst seit langem nahestehende Generaladjutant Freiherr von Loe führte. Nicht lange nachher, wenige Monate vor seinem Tode, also Leo des 13., konnte ich dem Papst meinen dritten und letzten Besuch abstatten. Trotz seiner großen Schwäche kam der 93-Jährige mir entgegen und streckte mir beide Hände hin. Ich habe über diesen Besuch, der sich durch große Herzlichkeit von beiden Seiten auszeichnete, damals sogleich Aufzeichnungen gemacht, die mir unlängst wieder in die Hände kamen. Ja, da bin ich doch ein bisschen aufmerksam geworden, als ich diesen Satz gelesen habe. Denn, wir lesen, ich gehe mal davon aus, dass diese Aufzeichnungen kontrolliert wurden, ob sie vom Inhalt her auch dem Kaiser wieder ausgehändigt werden können. Bei solchen Aufzeichnungen könnten ja sonst Details vermerkt sein, die dem Antichristen gar nicht bekömmlich sind. Ist doch merkwürdig, dass ein deutscher Kaiser hier auf einmal seine eigenen Aufzeichnungen wieder in die Hand bekommt. Wenn ich mir eigene Aufzeichnungen mache, dann habe ich die immer griffbereit liegen. Oder ich weiß, wo sie sind. Hier hat er sie wieder in die Hand bekommen, das heißt, sie wurden ihm wieder zugänglich gemacht. Also sind diese kontrolliert worden. Der Papst sagte unter anderem, er könne die Grundsätze, nach denen ich regiere, nur mit voller Anerkennung billigen. Er habe meine Regierungsart mit Interesse verfolgt und mit Freude erkannt, dass ich meine Herrschaft auf der Grundlage des festen Christentums aufgebaut habe. Ja, des festen Christentums habe ich grün angestrichen, weil jeder ja wohl weiß, dass wir hier Katholizismus lesen müssen. Er habe meine Regierungsart mit Interesse verfolgt und mit Freude erkannt, dass ich meine Herrschaft auf der Grundlage des Katholizismus aufgebaut habe. Nicht des wahren Christentums, sondern des babylonischen Katholizismus. Sie werde von so hohen religiösen Grundsätzen geleitet, dass er nicht anders könne, als den Segen des Himmels für mich, die Dynastie und das Deutsche Reich zu erflehen und seinen apostolischen Segen zu erteilen. Und jetzt kommt's. Interessant war mir, dass der Papst mir bei dieser Gelegenheit sagte, Deutschland müsse das Schwert der katholischen Kirche werden. Ich wendete ein, dass das alte römische Reich deutscher Nation doch nicht mehr bestehe, dass die Voraussetzungen andere geworden wären. Aber er blieb dabei. Also genau das Zitat, was wir hier in Hinter den Diktatoren bereits gelesen hatten, in die verborgene Geschichte der Jesuiten bereits gelesen hatten. Ich habe es jetzt nicht mehr stehen, wir hatten davon ein anderes. Genau das Zitat haben wir jetzt hier in diesem Buch Ereignisse und Gestalten zwischen 1878 und 1918 gefunden. Und das ist der wichtige Punkt, weshalb ich dieses Video überhaupt mache, um euch aufzuzeigen, mit ein wenig Geschick und mit Hilfe von anderen Brüdern und Schwestern und selber Untersuchungen anzustellen, kommt man an diese Brunnendokumente ran. Nun habe ich einen sehr emsigen Bruder in Christus, der mir das Papier besorgt hat, Roms Ziele in Theorie und Praxis, und noch andere Bücher, die ich auch lesen werde und der sie mir auch schickt, der mir unter anderem auch die Originalversion von Modernes ABC von dem Jesuiten Brors geschickt hat, wo in der, unter der Inquisition eben beisteht, was Ketzer sind und wie die römisch-katholische Kirche mit Ketzern umgeht, was ja in der zweiten Ausgabe oder in weiteren Ausgaben, unter anderem auch in der zweiten, die ich mir erst bestellt hatte, rausgestrichen wurde. Hier in dem Original steht es drin. Er hat sich heute gleich hingesetzt, hat sich dieses Buch
von Wilhelm II. Bestellt und schickt es mir zu, sodass ich es in der Zukunft auch physisch in der Hand halten werde und nicht nur hier im Internet als PDF habe oder bei mir auf dem Computer habe, als PDF lesen kann. Interessant war mir, dass der Papst mir bei dieser Gelegenheit sagte, Deutschland müsse das Schwert der katholischen Kirche werden. Wenn wir das jetzt wissen, wir wissen, dass dieser Besuch 1903 passiert war, wenige Monate vor dem Tod von Leo XIII. Und 11 Jahre später bricht der Erste Weltkrieg aus. Und 36 Jahre später bricht der Zweite Weltkrieg aus, 1939. Dann wissen wir, dass der Papst, der bei seiner Aussage blieb, trotz des Einwandes des Kaisers, seinen Willen bekommen hat. Wenn wir diesen Satz lesen und verstehen und begreifen, dann wissen wir, dass der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg ein Krieg war, der von der römisch-katholischen Kirche Deutschland aufgelegt wurde, der von Deutschland gefordert wurde und wo Deutschland nichts anderes war als das ausführende Organ des Antichristen der Bibel. Das ist ein wichtiger Satz gewesen, als ich ihn in die verborgene Geschichte der Jesuiten gelesen habe. Es war ein wichtiger Satz, als ich ihn gelesen habe in Hinter den Diktatoren. Aber es ist ein noch viel wichtiger Satz, wo ich ihn jetzt hier in dem Buch der Memoiren des Kaisers selber lese, weil deutlich wird, aus dem Grunde, wie die Situation hier aufgebaut wird, dass es der letzte Besuch war, den er an den Papst gebracht hat, an den Antichristen gebracht hat, dass der das hier sagte. Da wird einem langsam die volle Tragweite dieses Zitats eigentlich erst deutlich. Die Tragweite, dass hier ganz deutlich, und das ist, deswegen füge ich das jetzt hier auch in dieser Zeit, wo ich Roms Ziele lese, ganz deutlich, dass die geistige Macht über der weltlichen Macht steht. Aber er blieb dabei. Was heißt das denn? Das heißt doch nur, der Kaiser kann einwenden, was er will. Der Papst bleibt dabei und was der Papst sagt, wird gemacht. Und wenn du nicht machst, was ich dir sage, dann wirst du abgesetzt. Ja? Nun, der Kaiser ist zurückgetreten nach dem Ersten Weltkrieg. Aber ich meine mit abgesetzt, so wie zum Beispiel der Zar von Russland in der Oktoberrevolution 1917 ermordet wurde mit seiner ganzen Familie. Ich meine mit abgesetzt zum Beispiel, wie Abraham Lincoln 1865 ermordet wurde von Jesuiten. Ich meine mit abgesetzt, wie zum Beispiel John F. Kennedy 1963 in der Dealey Plaza in Amerika, in Dallas, ganz offen hingerichtet wurde. Das meine ich mit abgesetzt. Wenn man nicht nach der Pfeife des Antichristen tanzt, dann wird man abgesetzt. Auf welche Art und Weise auch immer. Meistens tödlich für immer und auch nicht gerade unschmerzlich oder also mit einem lauten Knall, ne? Um das mal eben so zu sagen. Aber der Kaiser hat sich hier dem Papst geschickt. Er hat sich ihm unterstellt. Er hat gehorcht. Interessant war mir, dass der Papst mir bei dieser Gelegenheit sagte, Deutschland müsse das Schwert der katholischen Kirche werden. Ich wendete ein, dass das alte römische Reich deutscher Nation doch nicht mehr bestehe. Nein, ich bin Kaiser des zweiten republikanischen protestantischen deutschen Reiches. Aber er blieb dabei. Dann fuhr der Papst fort, er müsse mir wiederum warmen Dank dafür sagen, dass ich unablässig um das Wohl auch meiner katholischen Untertanen bemüht sei. Schließlich geht Wilhelm II. Normalerweise durch als ein protestantischer Kaiser. Es ist ein protestantisches Reich nach der Gründung von Bismarck. Also fährt der Papst fort und spricht ihm warmen Dank aus, dass der Kaiser, obwohl er ein offiziell protestantisches Reich regiert, er doch um das Wohl der katholischen Untertanen ebenso bemüht sei.
Er habe das von so vielen Seiten gehört, dass er Wert darauf lege, mir persönlich zu sagen, wie dankbar sowohl er wie die deutschen Katholiken für diese Fürsorge seien. Der Papst könne mir versichern, dass meine katholischen Untertanen in guten und bösen Tagen in absoluter Treue zu mir stehen würden. Ihr Restaurant absolument et infailliblement fidèle, was auf Deutsch so viel heißt wie, sie werden sich in jeder Lage als unbedingt treu erweisen. Das ist Französisch, weil damals war es in Deutschland schick, Französisch zu sprechen, sicher in adligen Kreisen. Ihr Restaurant absolument et infailliblement fidèle. So die Aussage des Papstes gegenüber dem Kaiser. Die Katholiken, auf die kannst du immer rechnen. Solange du nach meiner Pfeife tanzt. Ich habe mich dieser Anerkennung aus so hohem berufenen Munde herzlich gefreut und geantwortet. Ich betrachte es als Pflicht eines katholischen Souveräns, ohne Unterschied der Konfession für seine Untertanen nach besten Kräften zu sorgen. Ich könne versichern, dass unter meiner Regierung jedermann ungehindert seine Religion ausüben und seinen Pflichten gegen sein kirchliches Oberhaupt obliegen könne. Das sei ein Lebensgrundsatz von mir, von dem ich nie abweichen werde. Das ist ein Lebensgrundsatz des Kaisers, dem er nur so lange nachstreben kann, solange die römisch-katholische Kirche nicht die Oberhand hat. Und damals waren wir in einer Situation in Deutschland, wo die römisch-katholische Kirche nicht die Oberhand hatte. Wenn sie die Oberhand hat, dann gibt es keine Religionsfreiheit, die hier der Kaiser den verschiedenen Kirchen zusichert. Ne? Dadurch, dass ich von der vornherein meinen katholischen Landsleuten zeigte, dass ich ihnen in der Ausübung ihrer Religion jede Freiheit lassen wollte, wurde bald eine ruhigere Stimmung im Lande erzeugt und die Nachwehen des Kulturkampfes verschwanden mehr und mehr. Allein ich verhehlte mir nicht, dass trotz aller Höflichkeit und allem Zuvorkommen die Kirchenfürsten, mit alleiniger Ausnahme von Kardinal Kopp, in mir doch den Ketzer sahen. Und ich musste damit rechnen, dass im katholischen Süden und Westen des Reiches dieser Gedanke nie ganz verschwinden würde. Über den Georg von Kopp, den Kardinal, habe ich hier einen Wikipedia-Link beigefügt und den könnt ihr euch dann gerne anschauen. Es ist mir wiederholt dankbar bestätigt worden, dass die Katholiken es unter meiner Regierung so gut hätten, wie sie es nur wünschen könnten. Aber das immer intransigenter werdende Verhalten der Kirche auf dem Gebiet der Mischehen sowie des Zentrums in der Politik waren doch ein Fingerzeig dafür, dass unter der ruhigen Oberfläche die antiketzerische Tendenz fortwirkte. Intransigent, schwieriges Wort, heißt unversöhnlich, zu keiner Konzession oder Kompromissen bereit. Ja? Nochmal den letzten Satz, sehr, sehr wichtig, um diesen zu verstehen. Aber das immer intransigenter werdende Verhalten der Kirche, also kompromisslose Verhalten der Kirche, unversöhnlich, keine Konzession eingehen, der Kirche, das heißt der römisch-katholischen Kirche, das muss man hier verstehen, wenn er hier spricht von der Kirche, dann spricht er in diesem Fall hier von der römisch-katholischen. Das immer kompromissloser werdende Verhalten der Kirche auf dem Gebiet der Mischehen sowie des Zentrums, die Zentrumspartei, die ja damals Adolf Hitler auch in den Steigbügel geholfen hat, in der Politik waren doch ein Fingerzeig dafür, dass unter der ruhigen Oberfläche die antiketzerische Tendenz fortwirkt. Also mit anderen Worten, die Katholiken können oftmals sagen von ja, ja, alles gut und prima und wir haben Religionsfreiheit und wir sind zusammen mit den Protestanten, aber das ist nur, was sie nach außen hin sagen. Nach innen sind wir immer noch Ketzer. Umso intensiver beschäftigte sich der Gedanke an den festen Zusammenschluss der protestantischen Kirchen, zunächst Preußens, dann Deutschlands und schließlich Europas. Also, den Kaiser beschäftigen hier intensive Gedanken, die verschiedenen protestantischen Kirchen, Lutheran, Presbyterianer, Methodisten,
Siebentagsadventisten, Calvinisten, alle und freie evangelische Kirchen, um die alle unter einen Hut zu bringen. Zunächst in Preußen, dann in ganz Deutschland und schließlich in ganz Europa. Und ich füge hinzu, schließlich in der ganzen Welt. Dann haben wir nämlich die Einheitsreligion unter Leitung der römisch-katholischen Kirche. Also dieser Satz hier ist unglaublich wichtig, dass wir den gut verstehen vom deutschen Kaiser. Umso intensiver beschäftigte mich der Gedanke an den festen Zusammenschluss der protestantischen Kirchen, zunächst Preußens, dann Deutschlands und schließlich Europas. Wenn ich die protestantischen Kirchen alle vereint habe, dann habe ich einen Vertreter, mit dem ich mit dem Katholizismus dann nochmal unterhandeln muss. Ja, da muss ich nicht mit 25, 30 oder 40 verschiedenen Kirchen beim Katholizismus anklopfen. Dann kann ich mit einer Kirche zurück zu Kreuze kriechen. Kann ich den Gang nach Canossa angehen und kann mit meinen protestantischen Kirchen hier wieder zurück zu Rom zurückkehren. Da geht es drum. Das ist er hier am Vorbereiten. Er will die evangelischen, die Freikirchen, die protestantischen Kirchen vereinen, die ganzen verschiedenen geteilten kleinen Grüppchen zusammenfassen unter einen gemeinsamen Schirm, um dann mit der römisch-katholischen Kirche einen Frieden eingehen zu können. Wir haben aber gerade eben gelesen, dass die römisch-katholische Kirche intransigent ist. Kompromisslos. Das heißt, wer muss denn dann die Kompromisse bringen? Die Protestanten und nicht die Katholiken, nicht wahr? Mein Verkehr mit dem Oberkirchenrat, den Generalsuperintendanten und so weiter, das sind alles ja Oberkirchenrat und Generalsuperintendant, das sind alles Titel der Evangelikalen, war sehr lebhaft, um den Weg zu diesem Zusammenschluss zu finden. Die Eisenacher Konferenz habe ich mit Interesse begrüßt und verfolgt. Zur Kirchenweihe in Jerusalem habe ich alle Generalsuperintendanten versammelt und auch Deputationen aus Schweden, Norwegen und so weiter begrüßen können. Ebenso bei der Domweihe in Berlin, wo unter vielen anderen Deputationen auch die englische Kirche durch den als Schriftsteller wie Prediger gleichbedeutenden Bischof von Ripon, W. Bond Carpenter, den Seelsorger der Königin Victoria von England, vertreten war. Bei jeder Gelegenheit suchte ich Ausgleich. Bei jeder Gelegenheit suchte ich Annäherung und Zusammenschluss herbeizuführen. Allein kam es zu keinem positiven Ergebnis. Trotzdem die Union in Preußen sich gut bewährt hatte, standen sich in anderen Teilen des Vaterlandes Lutherane und Reformierte fremd gegenüber. Manche Landesherren machten eifrig über ihr Recht in ihren Kirchen gegenüber, manche Landesherren machten eifrig über ihr Recht ihren Kirchen gegenüber und waren darum einem engeren Zusammenschluss der Landeskirchen abhold. So hat trotz meinen Bemühungen die deutsche protestantische Kirche sich lange nicht zum Zusammenschluss und zu gemeinsamen Widerstand gegen die ihr feindlichen Kräfte zu entwickeln vermocht. Erst die Not, in die die Kirche durch den politischen Umsturz geraten ist, hat das zustande gebracht. Am Himmelfahrtstage 1922 ist zu meiner großen Freude, der Kaiser selbst war damals bereits im Exil in Niederlande, die Gründung des Deutschen Evangelischen Kirchenbundes in der Schlosskirche zu Wittenberg feierlich vollzogen worden. Nun musste ich auch mal eben nachschauen, was ist denn der Evangelische Kirchenbund? Das kannte ich nicht. Also wollen wir das mal eben anschauen, was das ist, und wir werden den Link eben auf Wikipedia aufmachen und mal eben schauen. Und wir lesen hier, dass der Evangelische Kirchenbund, wie gesagt, am Vatertag oder Himmelfahrt, 25. Mai 1922 gegründet wurde, ist ein Zusammenschluss der evangelischen Landeskirchen in Deutschland. 1933 wurde er von der Deutschen Evangelischen Kirche abgelöst, die ihrerseits nach dem Zweiten Weltkrieg die Evangelische Kirche in Deutschland nachfolgte, EKD. So, und über die EKD und die ACK haben wir in dem Buch von Kobialka gelesen. Jetzt komme ich nicht mehr auf den Titel. Und Weltregierung heißt das irgendwie. Müsste ich mal eben schauen. Verzeiht mir das mal eben. Das kann ich jetzt im Augenblick wirklich mich nicht mehr dran erinnern, wie das jetzt genau hieß.
Ökumene und Weltregierung hieß der Titel, glaube ich, ne? Von dem Buch. Mal eben schauen hier. Ist ja weiter unten, eines meiner älteren Lesungen. Ökumene und Weltregierung. Hier, das ist das Buch von Kurbjalka. Da haben wir gelesen von der ACK, die allgemeine christliche Allgemeiner Christlicher Kirchenrat Deutschland oder wie das jetzt heißt, komme ich jetzt nicht mehr genau drauf, und die EKD, die Evangelische Kirche Deutschlands. Das ist halt daraus fortgegangen, dass es davor viele kleine protestantische Kirchen, viele kleine protestantische Gruppen in Deutschland gab, und die sind alle unter einen Hut zusammengefasst. Aber wenn ich erstmal die ganzen kleinen evangelischen oder protestantischen Gruppen unter einen Hut zusammenbringen kann, dann kann ich damit gemeinschaftlich auch wieder mit der römisch-katholischen Kirche in Gemeinschaft gehen. Und das ist doch genau das, was 1965 beschlossen wurde, am Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils, wo eben die römisch-katholische Kirche so gesagt, ihre Arme geöffnet hat und gesagt hat, kommt zurück zur Mutti, wir sehen euch nicht mehr als Ketzer, wir sehen euch als separate Brüder. Und der Grundstein wurde hier gelegt mit dem Deutschen Evangelischen Kirchenbund 1922. Und wer hat da ganz stark mitgearbeitet, dass dieser Evangelische Kirchenbund zustande kommt? Der Herr im Bild hier, Kaiser Wilhelm II., der deutsche Kaiser. Das Zusammenwachsen des deutschen Protestantismus ist verbunden mit dem Erwachen der Nationalgedanken im 19. Jahrhundert. Seit der Reformationszeit war der Protestantismus in Deutschland innerhalb der Territorien, innerhalb des Deutschen Reiches organisiert, erkannte daher keine nationale Organisation. Trennend wirkten sich die seit den Anfängen der Reformation bestehenden Unterschiede zwischen dem lutherischen und den reformierten Bekenntnissen aus, die jedoch nur durch Pietismus und Aufklärung im Laufe des 18. Jahrhunderts an Verbindlichkeit und Prägekraft verloren. Der Neukonfessionalismus seit dem frühen 19. Jahrhundert blieb kirchengeschichtlich eine randständige Episode. Erste Ansätze zur Bildung einer deutschen evangelischen Kirche prägten sich organisatorisch in der sogenannten Eisenacher Kirchenkonferenz, von der wir gerade eben auch in dem Buch gelesen hatten. Ja, die fand statt von 1852 bis 1921, war das eine Institution, die eben auch hier die evangelischen Kirche verhandelt hat, um die zusammenzubringen. Aus Deutschland beteiligten sich nur die vornehmlich reformierte Lippische Landeskirche und die lutherische Landeskirche des Fürstentums Reuß, ältere Linie nicht daran. Seit 1903 hatte die Kirchenkonferenz sich durch eine ständige Kommission, den Deutschen Evangelischen Kirchenausschuss, organisatorisch gefestigt. Daneben gab es national orientierte Laienbewegung, den 1886 gegründeten Evangelischen Bund zur Wahrung der deutsch-protestantischen Interessen. Diese Gruppierung erreichte einen Stand von 500.000 Mitgliedern im Jahr 1914 und hatte eine klare antikatholische sowie deutschnationale Programmatik. Das Ende der Monarchien, wodurch das landesherrliche Kirchenregiment endete, und die Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung 1918-19 ermöglichten es den Kirchen, sich ohne staatliche Direktiven selbst zu organisieren. In den Diskussionen, wie dies geschehen sollte, ging es um die Frage, ob sich der deutsche Protestantismus in einer einheitlichen Reichskirche zusammenschließen sollte, wie es dann 1933, was für ein Zufall, ausgerechnet in dem Jahr geschah, oder ob er in einem Kirchenbund zusammenkommen sollte. So, den Rest dieser Lesung überlasse ich euch, überlasse ich euren eigenen Nachforschungen. Ich habe ja hier in dem Papier, was später auf meinem Archiv veröffentlicht wird, werde ich dieses Buch von dem Wilhelm II. Da veröffentlichen. Da werde ich den Link, oder da ist der Link ja drin, dann könnt ihr das weiterlesen. Aber ihr seht, es ist die große Freude des deutschen Kaisers, all die protestantischen Kirchen unter einen Hut zusammenzubringen. Nun, wenn ich alle protestantischen Kirchen unter einen Hut zusammenbringen will, dann ist das doch gar nicht schwer. Dann habe ich doch nur ein Maßstab, woran ich das messen kann. Das ist die Bibel. Dann kann ich das nur tun, wenn ich sage, die Bibel und die Bibel alleine. Wenn ich aber schon so viele verschiedene protestantischen Kirchen habe, dann habe ich ja auch Kirchen, die sich nicht an die Bibel halten. Sonst würden sie ja nicht so verschieden sein. Oder sie halten sich an verschiedene Bibeln. Oder sie halten sich an verschiedene Bibelauslegungen. Da beginnt aber schon das Problem. Diese Teilung
sorgt dafür, dass man eben dann später auch zu Kompromissen bereit ist. Diese ganzen verschiedenen kleinen Kirchen waren zu Kompromissen bereit. Deswegen haben sie sich in diesen Bünden zusammengeschlossen, in Bunden zusammengeschlossen. Und deswegen sind sie heute noch in der evangelischen Kirche Deutschlands miteinander verbunden. Die evangelische Kirche Deutschlands ist also nichts anderes als eine Zusammenfügung aller protestantischen Kleindenominationen, Kleinglaubensrichtungen, die wir im Laufe der letzten, lassen wir mal sagen, 400 Jahre in Deutschland entwickelt haben. Hat alles unter einen Hut zusammengefasst. Also mit anderen Worten, wir wissen von Griesinger zum Beispiel, dass Lutheraner und Calvinisten sich in Deutschland noch ziemlich bekämpft haben miteinander, weil die sind da jetzt aber drunter zusammen. Das gehört eben alles zusammen unter einen Hut. Methodisten, Baptisten, ich sag mal jetzt Siebentagsadventisten da auch mit bei, alles was sich protestantisch nennt, alles in einen Hut, alles in der EKD zusammen. In der evangelischen Kirche Deutschlands zusammengefasst. Es ist eine Einheitskirche. Nun, genauso wie Rom eine Einheitskirche ist. Und wenn ich dann zwei Einheitskirchen habe, dann ist es viel leichter, Verhandlungen zu machen, aus diesen zwei schlussendlich eine zu machen. Und das heißt, dass die protestantischen Kirchen ihren Protest aufgeben und wieder zurück unter die Fittiche von Rom kommen. Nichts anderes bedeutet das. In der Zeit meiner ersten militärischen Dienstjahre in Potsdam hatte ich die Unzulänglichkeit der Predigten, die häufig nur trockene Dogmatik behandelten, hingegen die Person Christi allzu sehr zurücktreten ließen, stark empfunden. In Bonn lernte ich dann Dr. Dryander kennen. D. Dryander, das ist, der heißt glaube ich Edward oder sowas. Warum hier D steht, weiß ich nicht. Ich habe den mit E gefunden in Wikipedia, der auf mich für mein ganzes Leben einen tiefen Eindruck gemacht hatte. Die Predigt war bei ihm von der Dogmatik befreit, die Person Christi wurde in den Mittelpunkt gestellt und das praktische Christentum in den Vordergrund gerückt. Ich zog ihn später nach Berlin und bald an den Dom und an mein Schloss. So hat Dryander mich mir geistig nachstehend mit geistlichen Zuspruch ja ausgeweitet. Bis über den 9. November hinaus. 9. November 1918, Ende des Ersten Weltkriegs, Kapitulation. Die Angelegenheiten sind häufig zwischen den beiden besprochen, die Aufgaben und die Zukunft der protestantischen Kirche einbezogen. Also hier bestimmt dann mit anderen Worten der Kaiser die Zukunft der protestantischen Kirche, eben weil er darauf hinarbeitet, sie alle unter einen Hut zu bringen. Die Vereinigung, die schlussendlich jetzt die EKD heute ist. Die milde, doch kraftvolle, klare und von echt evangelischer Stärke getragene Auffassung Dryanders machte ihn zu einer Säule und Zierde seiner Kirche und zu einem treuen, mit seinem Kaiser innig verbundenen Mitarbeiter an ihr und ihrer Fortentwicklung. Seit dem 9. November, also seit der Kapitulation im Ersten Weltkrieg, ist auch Exzellenz Dryander Verfolgungen ausgesetzt gewesen. Er hat ruhig standgehalten. Seines Königs Hoffen, Glauben und Vertrauen geht mit ihm und der evangelischen Kirche. Die Kirche muss das niedergebrochene Volk innerlich wieder aufrichten mit dem Glaubenssatz, ein feste Burg ist unser Gott. Das ist ein sehr berühmtes Kirchenlied von Martin Luther. Nicht unerwähnt lassen möchte ich den Einfluss der auf meine Veranlassung übersetzten Schrift des englischen Missionars Bernard Lucas, Conversations with Christ. Ja, und da habe ich, glaube ich, ein Bild vorbereitet, meine ich, müsste ich mal eben gucken. Conversations. Nee, habe ich nicht vorbereitet. Ich hatte mir den Link hier vorhin genommen. Mal eben sehen, wie schnell der Computer reagiert. Der ist die letzte Zeit leider auch nicht mehr so schnell, wie er zu Anfang war. Das ist hier das Buch Conversations with Christ. Also das ist jetzt die englische Originalausgabe, das wir hier sehen. Ja. Conversations with Christ. Also Konversationen, Unterhaltungen mit Christus.
ein Buch von 1905, das ist hier die Originalausgabe, er spricht hier von der deutschen Übersetzung, ne? Sowie die Jesuspredigten von Pastor Schneller aus Jerusalem und die Andachtssammlung Der alte Gott lebt noch und aus tiefer Not des Oberkonsistorialrats Konrad. Diese Schriften haben der Kaiserin und mir durch ihre lebendige Art, den Hörer und Leser zu packen und zu fesseln, manche Anregung und Trost gegeben. Dass ich die religiösen und kirchlichen Fragen mit voller Objektivität sine ira et studio behandeln konnte, das heißt also ohne Wut und Ehrgeiz, verdanke ich meinem vortrefflichen Erzieher Professor Dr. Hinzpeter, einem westfälischen Calvinisten. Er hat seinen Zögling, also mich, den deutschen Kaiser, er hat seinen Zögling mit der Bibel aufwachsen und leben lassen unter Beiseitestellung aller dogmatisch-polemischen Fragen, so dass Polemik in der Religion mir fremd geblieben ist und ein Begriff wie das selbstherrliche Orthodox mich abstößt. Meinen eigenen religiösen Standpunkt habe ich seinerzeit in dem schon damals der Öffentlichkeit bekannt gewordenen, am Schlusse dieses Kapitels teilweise abgedruckten Briefe an meinen Freund Hollmann dargelegt. Jetzt lesen wir nochmal eben diesen Satz. Der Erzieher des Kaisers, Professor Dr. Hinzpeter, ein westfälischer Calvinist, hat seinen Zögling, also den deutschen Kaiser, mit der Bibel aufwachsen und leben lassen und der Bereitstellung oder Beiseitestellung aller dogmatisch-polemischen Fragen, so dass Polemik in der Religion mir fremd geblieben ist und ein Begriff wie das selbstherrliche Orthodox mich abstößt. Was ich darunter verstehen kann, wenn ich einen solchen Satz lese, dann heißt das, dass ich jedes Mal, wenn dieser Professor Dr. Hinzpeter den Kaiser erzieht, ich davon ausgehen muss, dass der Kaiser hier katholisch erzogen wird. Wenn er ihn mit der Bibel aufwachsen lässt, dann kann er das nur machen, wenn er ihm Kompromisse eingibt. Und nur wenn ich Kompromisse zum Wort Gottes mache, dann kann ich alle dogmatisch-polemischen Fragen beiseite stellen. Genau das, was der Kaiser hier sagt. Er hat seinen Zögling mit der Bibel aufwachsen und leben lassen unter Beiseitestellung aller dogmatisch-polemischen Fragen. Ja, die dogmatisch-polemischen Fragen stellen sich ja nur, wenn ich gegen die Bibel eingehe. Und wenn ich dann mit Sophistik und Kasuistik gelehrt bekomme, dass ich hier im Grunde gar keinen Kompromiss habe, sondern dass die Bibel dasselbe sagt wie die römisch-katholische Kirche. Was nicht wahr ist, aber so wird mir das verkauft. So dass Polemik in der Religion mir fremd geblieben ist. Also ich habe mich nie mit Religion auseinandergesetzt, dass es da irgendwelche Polemik gab, dass es da irgendwelche Widerworte gab, dass es da irgendwelche Dinge gab, wo die Bibel vielleicht nicht mit einverstanden war. Ja? Und dass mir selbstherrliche dass ein Begriff wie mir das selbstherrliche Orthodox mich abstößt. Meinen eigenen religiösen Standpunkt habe ich seinerzeit, in dem schon damals der Öffentlichkeit bekannt geworden, am Schlusse dieses Kapitels teilweise abgedruckten Briefe an meinen Freund Hollmann dargelegt. Den Brief werden wir uns auch gleich angucken. Aber ich habe hier noch einen Kommentar zu. Und zwar, ich, Jörg, denke, dass spätestens ab diesem Punkt jedem Leser klar sein dürfte, dass der Kaiser entweder der dümmste Mensch war, der je gelebt hat, oder aber, dass er ein katholisch erzogener, notorischer Lügner ist. Der vorletzte Satz ist meines Erachtens Beweis für meine Aussage. Der vorletzte Satz lautet, Professor Dr. Hinzpeter, der westfälische Calvinist, hat mich, den deutschen Kaiser, mit der Bibel aufwachsen und leben lassen, unter Beiseitestellung aller dogmatisch-polemischen Fragen, so dass Polemik in der Religion mir fremd geblieben ist und ein Begriff wie das selbstherrliche Orthodox mich abstößt. Jetzt komme ich mal eben zum Punkt, den ich machen will und den ich hoffe, dass ihr alle versteht, weshalb ich den Kommentar, auch wenn er sehr brutal klingt, genau so geschrieben habe und genauso meine, wie ich ihn geschrieben habe. Entweder ist der Kaiser der dümmste Mensch, der je gelebt hat, dann will ich ihm mal verzeihen. Oder aber er ist ein notorischer Lügner. Wenn er mit der Bibel großgebracht wurde, dann muss er gesehen haben, dass die römisch-katholische Kirche nicht die christliche Kirche ist, für die sie sich ausgibt.
Jeder bibelgläubige Christ, der die Bibel auch nur halbwegs gelesen hat, und sicherlich das Neue Testament, versteht ganz einfach, dass die römisch-katholische Kirche nicht die Kirche Jesu Christi sein kann. Aufgrund ihrer Dogmatik, aufgrund ihrer Tradition, aufgrund ihrer Rituale, aufgrund ihres Aufbaus mit der Messe, was ein Opferritual ist, aufgrund ihrer Dogmatik der Transsubstantiation, aufgrund ihrer Idolatrie gegenüber Heiligen, die Tote sind, anstatt die Lebenden wie die Bibel, aufgrund ihrer Veneration, also Verehrung der Himmelskönigin, der Maria, aufgrund des Betens des Rosenkranzes, des wiederholten, des Beichtstuhls nochmal, aufgrund dieser Gebetswiederholungen und so weiter. Es gibt so wahnsinnig viele Beispiele. Ich kann sie jetzt gar nicht alle aufzählen. Wir haben dafür Romanismus und die Reformation gelesen. Wir haben von Babylon nach Rom gelesen. Wir haben Babylon Mysterienreligion gelesen. Wir haben das Doppelgesicht des Papsttums gelesen. Wenn ich die Bibel gelesen habe, dann kann ich die römisch-katholische Kirche nicht als die Kirche Christi identifizieren. Wenn der Kaiser hier dann sagt, ich zitiere, meinen eigenen religiösen Standpunkt habe ich damals schon standgegeben, aber er sagt eben, dass mir die dogmatisch-polemischen Fragen beiseite gestellt wurden, ja, wenn er das so sagt, und wir gehen auf diesen Brief hier gleich ein, wenn er das hier so sagt, dann ist der Kaiser für mich ein notorischer Lügner in diesem Buch. Zumindest was seine religiöse Überzeugung angeht. Ich hoffe, dass ihr das versteht, warum ich das so sage. Ich weiß, es klingt vielleicht ein wenig brutal, das so hinzustellen und einen Kaiser hier als notorischen Lügner zu bezeichnen, aber ich bin der Überzeugung, dass das so ist. Wenn er mit der Bibel großgebracht wurde, ja, er hat seinen Zögling mit der Bibel aufwachsen und leben lassen. Aber wenn ich dann mit der Bibel aufwachse und lebe, dann kann ich die dogmatisch-polemischen Fragen nicht beiseite stellen. Dann muss ich mich diesen Fragen stellen. Und das hat der Kaiser nicht getan. Der Kaiser ist nichts weiter als eine römisch-katholische Marionette. Das geht hier für mich ganz deutlich draus hervor. Nach außen gibt er sich vielleicht noch protestantisch, aber in seiner Erziehung, in seinem Handeln ist er katholisch. Wenn ich mich den dogmatisch-polemischen Fragen nicht stelle, die sich automatisch mir stellen, wenn ich die Bibel lese und dann die Dogmen der römisch-katholischen Kirche daneben halte, wenn ich dem entweiche, dann kann ich mich nicht ein Christ nennen. Na? Ich finde das Buch sehr, sehr gut und ich wollte eigentlich das ganze Kapitel lesen, aber ich weiß nicht, wie weit sind wir jetzt schon in der Zeit. Wir sind jetzt schon bei 1 Stunde und 3 Minuten. Wenn ich jetzt noch den Brief lese, ja, dann werde ich hier besser eben einen Schnitt machen und werde sagen von, ach, meine lieben Brüder und Schwestern, sinniert noch ein wenig nach über das, was ich diese Stunde gelesen habe und ich werde meine nächsten freien Minuten daran weiten, nochmal ein Video zu machen und den zweiten Teil hiervon zu lesen. Ich dachte wirklich, ich schaffe es in 1,5 Stunden, aber was ich noch lesen muss, dauert noch länger als 1/2 Stunde. Das geht nicht, das kann ich nicht machen. Wir wollen ja auch unsere Konzentration behalten und wir wollen gut aufnehmen, was hier drin steht. Ich möchte das Video nur kurz abschließen mit einem kleinen Aufruf. Und der Aufruf soll sein, dass jeder bitte seine eigene Nachforschung anstellt. Und dass man nicht immer alles, was geschrieben steht, für wahre Münze nimmt, sondern dass man eben auch probiert, zwischen den Zeilen zu lesen. Bei den Memoiren des Kaisers ist es, wie ihr gesehen habt, ganz wichtig, dazwischen zu lesen, weil wir sonst ganz einfach den Fehler machen, dass wir den römischen Katholizismus als Christentum akzeptieren. Der römische Katholizismus ist aber kein Christentum. Er ist eine idolatorische, sonnenanbeterische, babylonische, falsche Religion.
Aber er wirft sich den Mantel der Gerechtigkeit um. Er wirft sich den Mantel Jesu Christi zu sein um. Er gibt sich als Christentum aus. Die römisch-katholische Kirche, der Papst der römisch-katholischen Kirche, der Antichrist, ist auch der falsche Prophet. Die römisch-katholische Kirche ist die Kirche Satans und nicht die Kirche Jesu Christi. Wenn man schon ein paar Videos von mir in der Vergangenheit geschaut hat und dann dieses Video schaut, dann versteht man diese Aussage. Sonst scheinen viele Dinge aus der Luft gegriffen. Aber was ich das Wichtigste finde ist, und damit möchte ich gerne zum Abschluss kommen, was ich das Wichtigste finde ist, dass ihr begreift, dass ich so froh bin, dieses Buch in den Händen halten zu können, im Augenblick zumindest auf dem Computer zu haben, und hier die ganzen Worte des Kaisers im ganzen Kapitel selbst lesen kann, womit er zugibt, dass Antichrist Papst Leo der 13. ihm gesagt hat, er, der Papst, wolle, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche wird. Wenn wir das wissen und jetzt verbrieft wissen, schwarz auf weiß, original in diesem PDF gesehen haben, weil das ist ja ein fotografiertes, originales Buch. Wenn wir wissen, dass die Regierung Deutschlands wissentlich damit einverstanden war, das Schwert der römisch-katholischen Kirche zu sein, und wir als biblische Christen wissen, dass die römisch-katholische Kirche die Kirche Satans ist, dann wissen wir, dass diese Kirche Satans Deutschland das Schwert des Satans gemacht hat, Deutschland missbraucht hat, und zwar nicht nur im 19. Jahrhundert oder im 20. Jahrhundert, sondern auch schon davor und auch immer noch danach, auch heute noch. Da kommen wir vielleicht nächstes Mal zu, dass ich da noch ein wenig tiefer darauf eingehe. Aber damit, was der Kaiser gesagt, was der Papst zum Kaiser gesagt hat, ist deutlich, dass die geistige Macht über der weltlichen steht, weil der Papst hat gesagt, ich will, dass du das tust, und trotz seines Einwandes hat er darauf bestanden, ist es doch so geworden, und dann ist es ausgeführt worden. Deutschland hat sich als das Schwert der römisch-katholischen Kirche ausgegeben im Ersten Weltkrieg, Deutschland hat sich als das Schwert der römisch-katholischen Kirche ausgegeben im Zweiten Weltkrieg, und dann wurde das Schwert übergetragen auf Amerika. Und heute ist Amerika das Schwert der römisch-katholischen Kirche. Deutschland ist da nicht besser von geworden. Deutschland ist schlussendlich mehr oder weniger untergegangen. Weil das, was nach dem Zweiten Weltkrieg und als Deutschland verkauft wird, das ist das Deutschland nicht mehr, das den reformatorischen Gedanken hatte. Das ist nicht das unter Jesus freigemachte Deutschland nach der Reformation mehr. Das Deutschland, das wir heute haben, ist das Deutschland unter dem Joch der römisch-katholischen Kirche. Wieder mal. Und so ist es mit Amerika auch. Und Amerika wird aus diesem Albtraum auch mit Schrecken nur aufwachen. Lasst uns alle dafür beten, dass die Menschen das verstehen und dass man seine Mitmenschen warnt, und ihnen aus Liebe sagt, pass auf, da kommt ein LKW mit über 100 Stundenkilometern an, der fährt auf dich zu, du stehst da mitten auf der Straße, guckst eher in die andere Richtung, guckst in die Luft, pfeifst fröhlich rum und siehst die Gefahr nicht, die von hinten andauert. Wach auf! Und lies deine Bibel. Maranatha. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war, die Welt glauben zu lassen, es gäbe ihn gar nicht.